Nach dem Oscar ist vor der Romy. Ich habe bereits eine, aber muss sie jetzt zurückgeben. Die Romy ist ein Wanderpokal. Und es tut mir leid, Herr John, ich habe ein bisschen genascht. Ich habe gedacht, das wäre aus Schokolade. Ja, das denken viele. Es ist ja ein Wanderpokal, eine Wanderhure, unsere Romy. Und jetzt ist sie wieder frei für einen neuen Preisträger. Ja. Grüße, Mann Stermann, können sich auch bewerben. Und wenn sie während der Sendung ein bisschen die Goschen halten, haben sie heuer mehr Chancen, weil Stummfilme gewinnen alle. Hurra! Meine Damen und Herren, es ist nicht schlimm, wenn man über sie lacht. Viel schlimmer ist, wenn man über sie weint. Ja. Lachen Sie sich frei mit Dirk Stermann und Christoph Grissemann! Vielen Dank! Oh! Dankeschön, Dankeschön, danke sehr. Willkommen, sehr freundlich, Österreich. Willkommen zu Willkommen Österreich aus dem Personenkomitee zur Wiederwahl von Wladimir Putin, Ruskaya! Gags, da, Gags, da, da. Gags, wie immer in der Donnerstagnacht und heute drei fantastische Gäste. Drei Schauspielerinnen kommen zu uns, von denen ist sogar einer ein Mann. Wahnsinn, wie gut die spielen können. Ja, Maria Hofstetter, Ernie Mangold und Robert Palfrader heute zu Gast. Da freuen wir uns sehr. Ich versuche sie mit stilsicheren Witzen durch die Sendung zu geleiten. Mein Name ist Klaus-Maria Grissemann, das ist Mad Stermann an meiner Seite. Dankeschön, mein Lieber. Sehr gerne. Was war alles los in der vergangenen Woche? Viel war los in der vergangenen Woche. Versuchen wir mal, das Ganze zu rekapitulieren. Pumuckl hatte Geburtstag. Ja. Pumuckl ist 50 Jahre alt geworden. Der kleine Pumuckl ist 50 Jahre alt geworden. Wir gratulieren. 50 Jahre oder wie man bei der ÖBB sagen würde, pensioniert. Ja. Pumuckl, ja. Oh, dankeschön. Alles Gute, lieber kleiner Pumuckl. Was war denn noch los? Ja, das Strafverfahren gegen Karl-Heinz Grasser wird nicht eingestellt. Er kommt vielleicht doch ins Gefängnis. Guter Witz. Ja. Na, Moment. Ja. Nein. Ich drücke natürlich die Daumen, aber sicherheitshalber hat er sich schon mal eine Seife gekauft, die nicht runterfallen kann. Was gab es noch? Es gibt Universitäten, die Studiengebühren einführen wollen wieder. Man sieht bereits die ersten Studenten, die zum AMS laufen und einen Zweitjob für die Eltern suchen. Und die Grippewelle ist da. Ja, Gesundheit, Herr Büroleiter. Alles Gute. Das ist der neue ORF-Büroleiter übrigens. Ja. Ja, ein feinsinniger, intellektueller, aber nobody's perfect. Mhm. Ne? Ja, du hast natürlich bei der Aufzählung eins vergessen, lieber Stermann. Was? Das bestimmende Ereignis waren natürlich die Oscars. Ah, Entschuldigung. Die Oscars sind verliehen. Aber du hast recht, aus österreichischer Sicht relativ unergiebig. Mhm. Kein österreichischer Film war nominiert, muss man sagen. Ne? Da hat doch ein bisschen Fahrt für uns Österreicher. Ne? Kein Rosowitzki, nichts dabei. Ne? Kein Wahl. Und wir Österreicher brauchen ja immer einen Österreich-Bezug, um Weltereignisse sozusagen gebührend mitfeiern zu können. Ne? Der Österreich-Bezug ist immer so wichtig. Ne? Viele österreichische Quantitätszeitungen titeln ja schon... Titeln ja schon, wir sind Oscar, wenn die Putzfrau, die in Hollywood den Red Carpet saugt, eine Schwägerin hat, die schon mal in Wien Schwächert umgestiegen ist. Ne? Ja. Und die Oscars waren, muss man sagen, relativ langweilig, ja. Oder? Ja, erwartbar. Ja, oder? Brad Pitt hat nichts gewonnen. Ja, das war überraschend. Brad Pitt hat keinen Oscar gewonnen. Mhm. Angelina Jolie war sehr enttäuscht. Sehr enttäuscht. Ja. Sie ging am nächsten Tag gleich Frust shoppen und hat sich 6 neue schwarze Kinder gekauft. Ja. Ja, ja, aber es gab aber große Abräumer gab es schon. 5 Oscars hat gewonnen alleine Hugo Cabrese. 5 Oscars für Hugo Cabrese. Moment, Stefan. Riesenerfolg. 2 Fehler in 2 Worten. Was? Erstens nicht Hugo, sondern Hugo. Weil Französisch Hugo, ja, so wie Hugo Portisch. Aha. Hugo. Du sagst so Hugo Boss oder ja, was? Ja, Hugo. Und dann nicht Cabrese, sondern Cabré. Hugo Cabré. Cabré. Ja, so ist der Film. Hugo Cabrese. Das habe ich bei Wien aktuell gesehen. Ebenfalls mehrfach nominiert Martin Scorseses Märchen Hugo Cabrese. Ich nehme es zurück. Der Film heißt tatsächlich Hugo. Hören Sie auf zu klatschen, damit ich den Witz aufsagen kann. Hugo Cabrese heißt der Film, in der Hauptrolle, Achtung, lustig, Gregory Speck.
Claudia Cardinale und Brad Pitzer. Sehr gut. Ja, jetzt klatschen. Genau, genau. Ach Mensch, seien Sie doch kein Applaus viel. Lass die Leute doch klatschen, wenn Sie wollen. Hugo Caprese. Hugo Caprese. Die war aber, die Oscar-Übertragung, hast du es gesehen? Ja, Oscars waren super, aber es war natürlich sehr gut moderiert von Billy Crystal. Ja, klar. Muss man sagen, aber eben sehr erwartbar. The Artist hat abgeräumt, ne? The Artist, dieser Stummfilm, der Hollywood in den 20er Jahren so formidabel zeigt, ne? Ja, ja. Auch mit Hund, sehr, sehr gut, ne? Mit Hund, ja. Hunde ziehen immer. Der kleine Hund. Agi. Agi. Oder Ügi. So heißt der Hund, ja. Genau. Und Ügi war auch tatsächlich vor Ort bei der Oscar-Verleihung, ist auf allen Vieren sabbernd herumgekrochen zwischen den prominenten Beinen. Das kannte man früher nur von Charlie Sheen. Ja, so. Das war schön. Und es war wirklich sehr, sehr, irgendwie auch sehr warmherzig, was dort war. Und natürlich, das war schon sehr interessant in den letzten Monaten, dass man gemerkt hat, ein Stummfilm, das hätte ja niemand vermutet, ein Stummfilm kann so viel Preise abräumen. Weltweit, ne? Alles abgeräumt, ne? Ja. César, alles. Ja, 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 stimmt. Das heißt, auf diesen Zug sollten wir vielleicht auch aufspringen, Stiermann. Wir sollten jetzt die nächsten 2 Minuten von Willkommen in Österreich vielleicht als Stummfilm zeigen, um in den Quotenhimmel zu steigen. Na, machen wir das mal. Oh. Große Schauspielkunst. Dankeschön. Gut, okay, kommen wir vom großen Kino zum großen Fernsehen. Haben Sie wahrscheinlich auch gesehen. Am Dienstag war es soweit, die zweite Folge, die Fortsetzung der Wanderhure lief. Haben Sie es gesehen? Die Wanderhure, ein Riesenerfolg. Millionen Menschen in Deutschland und Österreich haben es gesehen. Die Wanderhure. Ich fand ja schon den Trailer so gut. ORF Premiere. Sie ist zurück. Sie kämpft um ihre große Liebe. Dienstag, 20.15 Uhr. Die Rache der Wanderhure. Ja. Die Wanderhure. Unglaubliche Quotenerfolge. Unglaublich, unglaublich. Millionen. Ist, ja. Wirklich. Nach Villacher, Fasching und Opernball die größten Quotenerfolge fährt die Wanderhure ein. Und die Filmschaffenden dieser Welt denken sich natürlich, Wanderhure, Wanderhure, wow. Wir müssen mehr Wanderhurenfilme produzieren. Klar, natürlich. Ja, und es kommen jetzt bis zum Jahr 2014, glaube ich, 100 Wanderhurenfilme auf Sie zu. Ja. Wir haben schon mal die 10 besten für Sie zusammengefasst. Auf Platz 10, Spiel mir das Lied von der Wanderhure, ein Western. Auf Platz 9, 4 Wanderhuren für ein Halleluja. Ja. Auf Platz 8, ein Krimi, wenn die Wanderhure zweimal klingelt. Und dann ein Gesellenfilm, Wanderjahre einer Wanderhure. Ja. Für die Kinder ist auch was dabei, Harry Potter und die Kammer der Wanderhure. Und dann das Sozialdrama auf Platz 5, die illegale Einwanderhure. Für mich wirklich ein Meisterwerk, die 3 Musketiere und die Wanderhure, eine für alle, alle auf eine. So, und jetzt, meine Damen und Herren, die Top 3. Unsere Top 3. Okay. Auf Platz Nummer 3, ein Drama. In 3 Tagen bist du tot. Die Geschlechtskrankheiten der Wanderhure. Das war für eine Handvoll Dollar die 9 Preise der Wanderhure. Und jetzt eine moderne Fassung, die Nordic Walking Hure. Wahnsinn. Das sind die Wanderhure. Besten Wanderhurenfilme der nächsten Jahre. Ja, im ORF muss man sagen, im ORF reagiert man natürlich auch. Nächstes Jahr wird es kommen, eine neue Staffel Blockbusters, Wanderhure macht Band. Nee, Blockstars. Oh, Blockstars, ja, ja. Macht nichts, kleiner Versprecher, ist doch okay ist für möglich, dich. Ist möglich, ja. Und noch was, was läuft nach uns läuft auch was. Direkt nach uns läuft ein Fisch namens Wanderhure. Ja, richtig, ja, Wahnsinn. Ja, aber die Wanderhure ist deswegen so erfolgreich in Deutschland, weil Alexandra Neldel die Hauptrolle spielt, nämlich die Wanderhure. Ja. Die Alexandra Neldel, ne, bekannt auch aus Verliebt in Berlin, blonde, schöne Schauspielgöttin, ist jetzt Everybody's Darling, nimmt übrigens auch teil bei Let's Dance.
Das ist sozusagen das deutsche Pendant zu Dancing Stars. Ah, toll. Und das ist eine gute Überleitung, Dancing Stars zu promoten. Ich freue mich sehr auf Dancing Stars. Ah, ich auch. Am 9. März geht es, glaube ich, los, Dancing Stars. Ich freue mich vor allem wegen der Moderatorin Miriam Weichselbraun. Ja. Die einzige Frau über 30, die noch alle Milchzähne hat. Wahnsinn, ja. Das war auch aufgefallen. Die Weichselbraun. Übrigens nächste Woche zu Gast bei uns. Ich freue mich auch darauf schon. Ja. Der ORF-Korrespondent in Washington, meine Damen und Herren, um beim Thema Sport zu bleiben, hat eine tolle Äußerung gemacht im ORF. Schauen Sie sich das mal an. Aus dem Nichts ganz nach oben. Jeremy Lin lässt viele seiner Landsleute wieder an den amerikanischen Traum glauben. Die Wirtschaftslage ist düster, umso heller strahlt der Basketballstar. Der Sport ist der Stoff, aus dem die Träume sind. Viele Zuschauer haben sich gewundert, als sie die Zeit im Bild gesehen haben und Armin Wulff, der sich noch nie versprochen Wolf? Hat. Wolf? Armin Wulff, der deutsche Bundespräsident, der dort zu Gast war. Aber geht's doch, jetzt ist echt Harald Juncker in der Endphase, was du hier hast. Armin Wulff, der wunderbare Armin Wulff, der sich noch nie im Gegensatz zu mir versprochen hat, in seinem gesamten Leben, hat dort scheinbar sich versprochen. Schauen Sie sich das mal bitte an. Und wir wollen jetzt ein bisschen Luft ins Dunkel, Licht ins Dunkel bringen, pardon. Gut, okay. Also da muss man jetzt eine Sache dazu sagen. Natürlich Licht ins Dunkel, die Aktion, die im Dezember wieder stattfinden wird. Aber, meine Damen und Herren, die Aktion, über die er dort gesprochen hat, eigentlich gibt es natürlich auch, und zwar zu Ostern. Schauen Sie mal. Riecht das jemand? Ja. Eine Aktion vom ORF, Nachbar in Not und Activia. Luft ins Dunkel. Riecht das jemand? Ab Ostern in Ihrem ORF. Wunderbare Aktion, Luft ins Dunkel, ja. Riecht das jemand? Ja. Und weil du sagst, Activia, damit sind wir direkt im großen Feld der Werbung. Und was war die interessanteste Werbung der letzten Tage? Da spreche ich Sie an, liebe Frauen. Sie haben es sicher gemerkt. Natürlich David Beckham mit der Unterhosenwerbung, oder? Hier in Still. Ist das was, oder? Da läuft einem das Wasser. Naja. Im Mund zusammen. Ein bisschen alt ist er schon. Ja, es gab tatsächlich, wirklich war Kritik. Ja. Weil viele gesagt haben, ist David Beckham nicht zu alt, um sich in so einer knallengen Unterhose ablichten zu lassen? Sogar seine Kinder haben gesagt, Papa, don't do it, you are too old for this. Ne? Und dann hat sich tatsächlich, wirklich, es gab Artikel, die das sehr kritisiert haben. Und dann hat sich die Werbefirma tatsächlich entschlossen, ein neues Testimonial, wie wir Werbefotzen dazu sagen, zu finden für diese Aktion. Es musste ein Mann sein, der so einen ähnlichen Style hat wie Beckham, einen ähnlichen Körper, aber doch entscheidend jünger ist. Und da hat man, glaube ich, einen ganz guten Kandidaten gefunden. Baby, do you understand me now? It's sometimes I seem a little mad. But don't you know that no life can always be an angel? And when things go wrong, I seem a little mad. Ja, Moment. Ich habe hier einige sehr für mich demütigende Lacher aus dem Publikum gehört. Der Vergleich macht sie sicher. Baby, do you understand me now? It's sometimes I seem a little mad. But don't you know that no life can always be an angel? And when things go wrong, I seem a little mad. Ja, vielen Dank. So wichtig, danke, Dankeschön, so wichtig das Thema war, aber was uns Österreicher natürlich noch mehr beschäftigt als die Unterhose von David Beckham. Am Sonntag ist Wahl in Russland. Du sagst es. Am Sonntag um 18 Uhr schließen die Wahllokale in Russland. Um 22 Uhr steht das offizielle Wahlergebnis fest. Ja. Und seit gestern 18 Uhr steigt die Siegerparty von Wladimir Putin bereits. Du sagst es. Wladimir Putin, hochsympathischer Mann, der martialischste Politiker, den wir haben weltweit.
der Mann, der Zwiebeln zum Weinen bringen kann. Ja, und während ich mir hier meinen Traubensaft einfülle, ja, muss ich sagen, dass das, was wir im Vorfeld gehört haben über die russische Wahl, relativ beängstigend war. Denn da war zu hören, dass der russische Premier Wladimir Putin von einem Terroranschlag bedroht war. Das hat uns Angst gemacht. Meine Frage jetzt, war das ein PR-Gag oder ist das wirklich wahr? Und wir können die Sensation vermelden, wir sind jetzt tatsächlich live zugeschaltet zu Wladimir Putin. Ich grüße Sie, Herr Putin. Herr Putin, war das ein Terroranschlag? War das ein Da, war große Attacke auf russische Stabilität. Und wenn russische Stabilität ist nicht so gut, dann ist alles am Ende. Hätte Anschlag stattgefunden am Tag nach meiner Wahl mit 97%. Moment, Herr Putin, woher wissen Sie jetzt schon, dass Sie 97% bekommen? Die Wahl ist ja erst am Sonntag. Das spricht der Richtige. Wenn du schaust nach Deutschland, was ist da? Ihr wählt in einem Monat Präsident und wisst jetzt schon, wer ist. Also was? Was sprichst du blöd herum, ne? Entschuldigung. Aber ist typisch deutscher Neid, was Wladimir Putin alles geholt hat. Schnauze! Ja, gut, Entschuldigung. Aber wenn Wladimir Putin spricht, dann spricht Wladimir. Und alle anderen, die sprechen wollen, bekommen keinen Schwanz. Stimmt das, dass Sie den nächsten Schwanz der Welt haben? Nicht! Ja. Ich habe längste und auch zweitlängste Schwanz. Entschuldigung. Da. Wer? Was? Ja. Herr Putin. Herr Putin, ich glaube, für uns in Österreich ist es gar nicht so unwichtig, auch mal zu fragen, wie es den Leuten auf der Straße geht. Deswegen haben wir eigene Korrespondenten bei Ihnen im Land. Könnten wir eventuell mal mit dem Herr Müller, guten Markus Tag, Herr Müller. Müller, Russland-Korrespondent, ich grüße Sie. Wie ist ja, die Stimmung? Ja, grüß Gott, Herr Grissemann, Herr Stermann. Hier in Russland ist die Situation sehr angespannt. Die Leute wissen nicht, ob sie öffentlich die Meinung sagen. Nee, jetzt sprichst du, komm hier. Entschuldigung, ich, gut, wenn du sprichst. Ich bin vom österreichischen Rundfunk, ich bin ein freier Journalist. Ich zeige Ihnen meinen Presseausweis. Kannst du fressen, ohne Herr Müller, Herr Müller, wo sind Sie? Herr Müller, was ist da passiert? Herr Putin, wir müssen uns an dieser Stelle im Namen des österreichischen Rundfunks beschweren, das ist nicht... Hier wurde ein österreichischer Journalist abgeführt. Warum willst du sprechen mit Herrn Müller, wenn du kannst sprechen mit Putin? Was ist das Problem? Aber ich sage dir, wenn Herr Müller weg ist, gibt es nur einen Grund. Herr Müller hat gesagt, er möchte gerne in fernste Zipfel von Sibirien korrespondiert werden. Und ich habe gesagt, nicht Problem. Herr Putin, ich habe persönlich unterschrieben, seine... Herr Putin, wenn ich jetzt mit Herrn Müller sprechen kann, ist das Gespräch für mich beendet. Wenn du sprechen willst mit Müller, bitte, Herr Müller. Herr Müller, wie geht's Ihnen denn? Ah, da ich sind Sie, bin ja hier in Sibirien an meinem neuen Arbeitsplatz, den ich aus freien Stücken gewählt habe. Ich arbeite sehr gerne hier, auch bei Minusgraden, und ich spüre keinerlei Druck von den russischen Behörden. Aber Herr Müller, man kann es nicht ganz glauben. Stehen Sie unter Druck? Ich bleibe gerne so lange hier, wie Wladimir Putin im Amt ist. Danke der Nachfrage. Also aber Sie sind doch manipuliert. Ich sehe doch, dass im Hintergrund die Leute teilweise rückwärts laufen sogar. Das ist nicht der Fall. Eine private Mitteilung noch, Herr Grissemann, bitte könnten Sie zu mir nach Hause in meine Wiener Wohnung gehen und meine Katze füttern. Die Katze heißt, man hält mich hier gefangen. Und meine Wohnung ist in der Gefangenstraße Nummer 34. Alles klar, Herr Müller, ich kümmere mich um Ihre Katze, das ist versprochen. Ich hoffe, dass es Ihnen gut geht. Weiterhin möchte ich mich bedanken für dieses freundliche Gespräch. Passen Sie auf sich. Danke auch, nicht Herr Putin. Nicht die Katze vergessen, bitte. Ja. Danke, Herr Putin, danke, Herr Müller. Und vielen Dank, Maschek! So, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das war ja alles ganz lustig, aber jetzt lass uns zu den ernsthaften Dingen dieser Welt kommen. Wir haben heute Gäste hier in Willkommen Österreich, die fantastischer nicht sein könnten, oder? Das muss man wirklich sagen. Wir haben zwei Schauspielerinnen hier, die wahrscheinlich zu den Top 2 der österreichischen Schauspielerinnen zurzeit gehören. Ne?
Und da sind sie seit 30 Jahren und da bleiben sie auch, zu Recht. Zu uns kommt die fantastische, wahrscheinlich kompromissloseste Schauspielerin Österreichs, Maria Hofstetter. Und die außerdem unglaubliche, sie hat dieses Buch geschrieben, eine wirkliche Neinsagerin, kann man das so sagen? Sie ist 85 Jahre alt und kommt ohne BH zu uns. Ja. Weil sie immer schon dagegen war, gegen was auch immer. Wir sehen die besten Brustwarzen einer über 80-Jährigen und wir erleben eine fantastische Frau, die das beste Buch des heurigen Jahres für mich geschrieben hat. Zu uns kommt die atemberaubende Ernie Mangold. Wahnsinn. Und als sei das nicht alles schon genug, wir haben noch jemanden im Köcher. Ja, und das ist nicht irgendwer. Ne? Wir haben das Kraftpaket des österreichischen Theaters da. Ja, das kann man sagen. Er beherrscht das Komödiantische genauso wie das Ernsthafte. Alles, was er anfasst, wird zu Gold. Zu uns kommt Kaiser, Staatskünstler, Schauspieler, Robert Palfrader. Wahnsinn, Wahnsinn. Und was diese drei Herrschaften, also Hofstetter, Mangold und Palfrader, eventuell verbindet, hat unser lieber Apotheker Edlinger für Sie herausgefunden. Gouverneur Ernie, Trägerin sämtlicher Tapferkeitsmedaillen des österreichischen Schauspielbetriebs, geboren in einem Wirtshaus, erfreut sich bis heute an Gammlermusik à la Rolling Stones der 60s und ist als Arbeitstier verliebt in ihr alter Ego als resoluter, sexy Bühnenderwisch. Die knorrigste Eiche im Wald der Charakterköpfe hat ihre 2011 erschienene Biografie »Lassen Sie mich in Ruhe« genannt. Man könnte auch frei nach Helge Schneider titeln »Eine Frau geht seinen Weg«. Frau Mangold wusste nämlich schon früh, was er wollte. Mit kongenialen Saufbrüdern wie Helmut Qualtinger um die Häuser ziehen, deppert daherreden und gescheit saufen. Viel Liebe zum Ungebärdigen also und zu den Segnungen der Verwandlungskunst, die sie derzeit trotz realer Kinderlosigkeit zur Großmutter in den Geschichten aus dem Wienerwald macht. Aber auch viel Liebe zum einfachen Leben, zu Delikatessen wie Mondzuzlern und Himmelserscheinungen im Waldviertel. Im Waldviertel erscheinen bislang verlässlich Wackelsteine, Wochenendurlauber und Traktorrennen. Und seit neuestem auch eine Maria, nämlich die Hofstetter Maria, die sich in der Österreich-Vernaderer TV-Serie Braunschlag gemeinsam mit der Cholerikerbombe Robert Louis de Funès Palfrader mit dem Zusammenhang von Maria und Marie, sprich von Kirche und Kirchensteuer, herumzuschlagen hat. Meine Damen und Herren, stehen Sie zumindest innerlich auf. Jetzt kommen Schauspielgötter zu uns. Ich glaube, Sie haben zum ersten Mal zusammengespielt in der neuen ORF-Erfolgsserie, die erst im Herbst auf uns zukommen wird, Braunschlag. Und sie passen zusammen wie die Faust aufs Auge. Hier kommen Maria Hofstetter und Robert Palfrader. Eine große Freude für uns. Maria Hofstetter und Robert Palfrader. Also Robert Palfrader und Maria Hofstetter. Bitte schön. Schön, dass ihr hier seid. Weiß. Weiß. Das Interessante ist, das ist ja sozusagen vorauseilender Applaus, weil keiner kennt noch die Serie, aber man spricht schon darüber. Und Braunschlag, um dieses Zauberwort zu verwenden, wird zuerst als DVD herauskommen, bevor es im Fernsehen gezeigt wird. Das ist natürlich ein sehr, sehr tricky Marketing-Gag, nehme ich an, oder? Ja, das darf man nicht mich fragen. Ja, wir wissen davon gar nichts. Aha. Also warum das gemacht wurde, wissen wir nicht. Ja, ich denke mir, das kann nur den Grund haben, um heiß zu machen. Umsatz fördern in irgendeiner Umsatz fördern, Weise. Ja. Ihr spielt, kann man vielleicht in kurzen Sätzen erklären, worum es im Braunschlag gehen wird? Bitte. Bitte, du bist Gut. der Bürgermeister, also du bist ich der spiel Chef. Den Bürgermeister. Du spielst den Bürgermeister. Ist das nicht ein sozialer Abstieg vom Kaiser zum Bürgermeister? Nicht in Niederösterreich. Er spielt nicht in Niederösterreich. Ja. Zum Wohl. Zum Wohl. Also,
Das Ganze spielt in der, lass ihn doch mal reden. In der fiktiven, also, meine Frage, in der fiktiven Gemeinde Braunschlag im Waldviertel. Fiktive Waldviertelgemeinde Braunschlag, und ich führe Braunschlag als Bürgermeister dieser Gemeinde in den Ruin. Ich investiere in ein Projekt, das eine Katastrophe ist. Ja. Und dann habe ich eine Idee, und zwar eine Marienerscheinung, um den Tourismus anzukurbeln. Und dann beginnen die Probleme erst wirklich. Dann wird es wirklich schräg. Aber man darf jetzt nicht spoilern. Das heißt, du wirst nicht verraten, wie es ausgeht? Natürlich nicht. Ja. Aber ich darf was verraten. Ja, ihr beide spielt ein Ehepaar. Ein Ehepaar, wo die, sagen wir mal, die Leidenschaft ein bisschen verloren gegangen ist. Ja, leider. Das kann man so sagen, das heißt, es gab auch Nacktszenen in dem Movie? Ja, eine... Minimal, ja. Ja, eine Bettszene zwischen uns beiden. Ja. Aber ist das die, wo ihr kuschelt, oder? Nein, das ist die schon nach der Paartherapie. Ah, die Paartherapie, das ist ein gutes Stichwort, weil wir haben einen Ausschnitt hier, nämlich von der Paartherapie. Wann war denn das letzte Mal? Das ist jetzt sicher schon ein paar Monate her, nicht? 2 Jahre, 4 Monate und 13 Tage. Ja, ich hab nachgeschaut, ich hab mir gedacht, dass die Frage kommen wird. Und wie war das? Ja, eh ganz gut. Nein, nicht qualitativ. Sondern wie? Was, wie? Sollen wir jetzt beschreiben, wie es war oder was? Genau. Also manchen fällt es leichter, wenn sie es vorzeigen. Das bleibt ganz euch überlassen. Ich glaub, besser reden, oder? Ja. Wie lange dauert denn das Vorspiel bei euch? Nein, ich brauche kein Vorspiel. Ich kann mich sehr lang zurückhalten. Das stimmt. Aber man redet sich nicht darüber, was der andere will? Naja, wir kennen uns ja nicht erst seit gestern, also von dem her. Aber was will denn die Hertha? Na? Ja, Zärtlichkeit halt. Ja, genau. Maria Hofstetter, Robert Passrader. Der erste Ausschnitt von Braunschlag im österreichischen Fernsehen. Und man merkt an diesem kleinen Ausschnitt auch schon die Handschrift. Das heißt, es handelt sich um, ja, weiß ich, kann man das so plakativ sagen, eine schwarze Humoreske? Es ist ja kein Blödelfilm, aber es ist durchaus eher lustig. Eher eine Groteske. Groteske, genau. Ja. Eine Groteske, ja. Also wir haben, ich bin jetzt sehr, sehr glücklich, weil ich die Reaktion des Publikums gehört habe. Wir haben eigentlich versucht, jede Pointe so großräumig wie möglich zu umschiffen. Also jede einfache, billige Pointe auszulassen. Das ganz anders, als wir arbeiten. Ja. Genau. Was soll das heißen, Maria? Na, so wie du sagst, ja. Ich habe dich nur bestätigt. Nein, bist du eine, die sich gerne selber dann in den Ergebnissen sieht, im Film? Kannst logischerweise nicht. Ja, das kannst du dich schwer ertragen. Es ist komisch. Also man denkt, hat man das jetzt wirklich so gemacht, und das glaubt dann womöglich auch noch wer. Eigenartig. Ja. Braucht man, wenn man diese... Dann braucht man das Publikum. Diese Eigenschaft hat, braucht man dann aber auch bestimmte Regisseure, denen man vertrauen kann. Also ich spreche jetzt nochmal Ulrich Seidel an. Das ist ein Mann, der ja doch sehr hardcore-mäßig arbeitet in seinen Filmen. Vertraust du dem? Sehr, ja, absolut. Weil der deiner Meinung nach das große Ganze im Kopf hat, und es kann nichts Schlechtes werden. Ja, ich glaube dann einfach an eine Grundqualität, die er sicher nicht unterschreitet. Mhm. Also ich weiß, wir haben uns getroffen im Sommer, als du gerade gedreht hast bei Braunschlag. Und da hast du gesagt, dass du glaubst, ohne was gesehen zu haben, dass das was Gutes wird, weil du so einen Spaß hattest bei den Dreharbeiten. Ja, also ich hoffe, also wenn es dem Publikum so geht wie uns bei den Dreharbeiten, dann kann es nicht daneben liegen. Also ihr wart, glaube ich, 3 Monate oder wie lange wart ihr dort? Ich war 4 Monate dort. 4 Monate. Durchgehend. Man muss sagen, Regie David Schalko. Ja. Und auch Drehbuch. Was ich jetzt schon verraten darf für alle Leute, die ein nahe Verhältnis haben zur ÖVP in Niederösterreich, wie also jeder in Niederösterreich, das wird hart. Für die wird das wirklich hart. Ihr werdet in Niederösterreich überall Hausverbot bekommen. Ja, aber Braunschlag könnte ja überall stattfinden. Das ist ja aber nicht überall, zwingend Niederösterreich. Aber nicht überall ist da ein ominöser Onkel im Hintergrund, der alles bestimmt. Ja, der heißt nur anders in anderen Regionen des Planeten. Das ist dann der Neffe, es könnte in Alaska genauso spielen. Und es sind die Strukturen, die Mafiösen sind ja überall gleich. Ist der Eindruck richtig, lieber Robert, dass du dich versuchst, aus dem riesigen Erfolg, den du mit dem Kaiser hattest, und jetzt auch mit Staatskünstlern, dass du dich trotzdem auch versuchst, ein bisschen rauszuschälen aus dem Komödiantischen und als ernsthafter Schauspieler fortan deine Sporen verdienen willst?
Ja, das wäre sehr, sehr schön, wenn ich die Möglichkeit dazu hätte, weil die Dreharbeiten mich dermaßen befriedigt haben innerlich. Es war so ein tolles Gefühl, das zu machen. Mhm. Und ich würde das sehr gerne weiterhin machen. Aber man ist natürlich gebrandet, ne, als Komiker. Das heißt, mit diesem Gesicht kann man wahrscheinlich schwer ein Was? Ein KZ du sprichst schlagen. Jetzt an, was du das letzte Mal schon angesprochen hast, als ich hier zu Gast war. Ja, ich habe eine Nasenvergrößerung machen lassen. Nein. Ich meine es nicht. Nein, weil es ist ja. Was? Was willst du von mir jetzt hören? Es ist schwierig, oder? Wenn man sozusagen in eine Schublade gesteckt worden ist. Und in der bist du natürlich als Kaiser. Weiß ich nicht. Natürlich bist du das. Na, ich glaube das ja nicht. Ich glaub, das siehst nicht. Du ich das glaube, genauso? Otto Waalkes wird nie Adolf Hitler spielen. Ja, aber Otto Waalkes hätte auch nicht die Staatskünstler gemacht. Ich glaube, das ist irgendwie ein Unterschied. Und Braunschlag ist jetzt noch einmal was anderes. Braunschlag ist was vollkommen anderes, glaube ich auch. Was ich wirklich festgestellt habe, die Leute, die da mitspielen, natürlich kennt man die alle, aber die spielen alle unglaublich gut. Das ist ja gar nicht gesagt. Also Ofzarek ist dein kongenialer Partner als Disco-Besitzer. Ja, aber das wusste man, dass der ganz gut spielen kann. Ja, aber das ist trotzdem nochmal anders. In diesem Ensemble ist es nochmal alles ganz anders. Durchgehend hackedicht. Das Besondere an dieser Arbeit war, dass der David es geschafft hat, eine Atmosphäre am Set zu schaffen, die sowas möglich gemacht hat. Also ein Satz, den wir, glaube ich, täglich gehört haben, das ist nur ein Drehbuch, das ist nicht die Bibel. Also wenn wir das Gefühl gehabt haben, das gehört ein bisschen anders, dann genau. War da die Freiheit da. Und da seid ihr aber auch zwei improvisatorische Talente, muss man sagen. Ja? Also es gibt ja wenig Schauspieler, die sich so schnell auch von einem vorgeschriebenen Text trennen können, wobei Seidel ja, glaube ich, gar keinen vorgeschriebenen Text macht. Nein. Und bei dir ist es ja wirklich, hat es ja fast was Magisches bei Hundstage gehabt. Ja, aber da habe ich mich lange genug darauf vorbereitet, also ich kann das auch nicht aus dem Ärmel schütteln. Als ich den Film damals gesehen habe, habe ich ja wirklich gedacht, dass du geistesgestört bist. Bevor wir weiterreden über diese fulminante Darstellung, schauen wir so einen kleinen Ausschnitt aus Hundstage an. Du hast ein schönes Auto. Das ist ja BMW Cabrio, gell? Das ist ein schönes Auto. Wie heißt denn du? Ha? Wo fährst denn du hin? Kann ich mitfahren? Kann ich ein Stückchen mitfahren? Nimmst du mich mit? Kann ich ein Stückchen mitfahren? Darf ich mal mitfahren mit so einem Cabrio? La 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 la. So geht die Melodie. Ja. Die kannst du, oder? Die kann ich, ja. La 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 la. Und der Text ist eher nicht schwer, der ist nicht schwer. Und wie ist der Text? Der Hacker bringt die neue Küche jetzt nur in ein Tagemaß, genau und fertig ist sie da. Hurra! Hacker! Hast du es gemerkt? Hast du den Text gemerkt? Nein, jetzt habe ich nicht aufgepasst, jetzt musst du es nochmal singen. Der Hacker bringt die neue Küche jetzt in nur 9 Tagen maß genau und fertig ist sie da. Hurra! So wie mir auch drin springt hier. Das heißt, Maria, weil du gesagt hast, du musstest dich in Stimmung bringen, diese Rolle zu spielen, heißt es, dass du auch während der Drehpausen ständig in dieser Rolle geblieben bist? Also, nachdem das Drehsystem dann dort so war, also damit die anderen mir das eben glauben, weil man reagiert anders auf diese Texte, wenn man glaubt, diese Person ist wirklich so, ist wie wenn das eine ausgemachte Sache ist, dann findet man das eher lustig, so wie das Publikum jetzt. Wenn man aber wirklich mit so wem konfrontiert wird, ist das schwieriger. Und darum bin ich wirklich sozusagen die ganze Zeit am Set. Gab es unheimliche Szenen damals, weil das ja wirklich, das waren ja keine Schauspieler, mit denen du dann geredet hast, sondern wirklich ja echte Menschen. Ja. Das ist der Typ im Auto, Szenen, den man da gesehen hat? Der wusste es nicht. Ja? Der wusste nichts. Nein. Aber da ist ja ein Kameramann hinten eingestiegen bei ihm im Auto. Ja, ja, also da wurde schon gefragt, ob natürlich Kamera mit, von da, ob das alles erlaubt ist. Es waren zum Teil auch Statisten, die da gefragt wurden, ob sie das machen. Aber sie wussten nicht, dass ich sozusagen nicht diese Anna bin, also dass ich eigentlich Marie Hofstetter bin und nicht eben diese Anna. Also sie haben das geglaubt. Mhm. Das war so arg diese eine Szene, die wir jetzt nicht hatten, wo du mit einer älteren Dame, glaube ich, warst und zu der immer gesagt hast, schier bist, gell, schier bist, oid bist, du bist, oid bist, sie du ja schiere Zehnt hast, du hast so schiere Zehnt, gell, oid bist. Das habe ich jahrelang immer vor mich hingesagt. Zu wem? Zu mir selbst. Ach so. Ja. Stermann, schier bist, oid bist, schier Zehnt hast. Das war ja der Punkt bei dieser Rolle, dass die sozusagen
extrem ehrlich ist. Ja. Also, dass man das, was man als höflicher Mensch eben nicht sagt, wenn man einen schirchen Menschen sieht, sagt man nicht, mein Gott, bist du schier und hast du schiefe Zehen. Man sieht es nur, aber bleibt natürlich höflich und spricht das möglichst nicht ich an. Ich bin total ehrlich und sage Figur das. Die Figur sagt eben absolut die Wahrheit und das ist natürlich sehr überraschend fürs Gegenüber, dass man plötzlich mit sowas konfrontiert wird. Genau und wie ich, wenn ich sage, dass Braunschlag wirklich das Allerbeste ist seit der Aufschneidung. Kurschi, jetzt Grissemann, meine Damen und Herren, wenn Sie ein wirklich berührendes Ehepaar sehen wollen in der niederösterreichischen Provinz, diese beiden stellen dieses wunderbare Ehepaar dar. Und unser Mitarbeiter Hermes, meine Damen und Herren, ist, was euch, für euch interessant sein dürfte, auf eine Hochzeitsmesse nach Wien gefahren. Ja, wahnsinnig interessant ist das für die beiden. Und das schaut euch jetzt bitte mit uns gemeinsam an. Zu Beginn des Jahres planen viele den für sie schönsten Moment des Jahres. Wenn sie zu ihm oder er zu ihr oder sie zu ihr oder er zu ihm Ja sagt. Die Messestandler präsentierten ihr einschlägiges Angebot, den Heiratswilligen. Warum ist sie denn die Richtige für Sie? Tja. ob das noch was wird? Nicht nur Damen und Herren, die mehr oder weniger wussten, warum sie heiraten möchten, besuchten die Messe, sondern auch Verpartnerungswillige traf ich. Sie möchten heiraten? Nein, ich nicht, aber meine zwei Söhne. Oh, Verpartnerung? Ja. Söhne, das geht rein rechtlich, dass die Söhne heiraten? Ja, freilich. Sie möchten sich verpartnern? Ja, es ist soweit. Altersunterschied doch ein bisschen größer, ne? Warum? Ich dachte nur. Um die Zeit bis zum Weltuntergang im Dezember noch richtig auskosten zu können, deckte ich mich mit Bräuten ein. Das Hochzeitsmotto 2012 lautet, jetzt erst recht. Wir müssen vor dem Weltuntergang heiraten, weil nach dem Weltuntergang wird es nicht mehr gehen. Lohnt sich denn jetzt noch überhaupt so kurz vor dem Weltuntergang zu heiraten? Ah, ja, das Geld muss raus, oder? Na gerade da muss man heiraten, weil wir Frauen bleiben ja wahrscheinlich über. Vielleicht war gerade deshalb das Messeangebot für Frauen größer als für Männer. Im Speziellen, was Hochzeitsbekleidung betrifft. Und spezielle Hochzeitsbekleidung. Ich präsentiere das darunter für den besonderen Tag, Nacht, wie auch immer. Es ist sehr wichtig, dass man diese Inspiration oder die Richtungen noch beibehält. Es geht ja alles irgendwo verloren und das sollte man sich eigentlich wirklich noch beibehalten, den Brauch, das darunter zu verbergen und dann für die gewisse Stunde noch den Mann es zu präsentieren. Der Renner ist dieser hier. Das ist der Pearl & String von Sex and the City. Gibt es ihn doppelt in Bodies und ist eine ganz tolle Hingucker- und Überraschungsversion von den Damen für den Herrn. Ich denke, da wird sie relativ kurz das Ganze, den Zeitraum verkürzen, weil das zu tragen ist, der Moment, dieser Moment wirklich beizubehalten. Ja. Verstehe. Auch die Hochzeitstortenbäcker überschlugen sich mit originellen Ideen und zeigten sich offen für Süßes, Absurdes. Und da gibt es die verschiedensten Wünsche. Der eine wird auf die blaue Torte einen großen Delfin drauf. Alles möglich. Im Fernsehen war sogar ein Torten von uns mit einer Vespa drauf. Mit dem Chef haben wir verhandelt, ist alles möglich. Auch zum Beispiel eine Torte mit Hakenkreuz drauf? Nein, das ist absolut unmöglich. Das hat auch mit Hochzeit nichts zu tun, ganz ehrlich. Vespa und Delfin hat auch wenig damit zu tun. Nein, Taucher. Das waren zwei Taucher. Das hat seinen Grund. Wenn es zwei Nazis sind? Das ist uninteressant. Meine Damen und Herren, liebe Willkommen Österreich-Zuschauer. Bei dem, was ich jetzt sage, handelt es sich um einen Befehl, wenn mir das gestattet ist. Lesen Sie dieses Buch. Vergessen Sie die Biografie von Klaus Kinski oder Helmut Berger, das ist alles Kinderkram, gegen dieses Buch. Lassen Sie mich in Ruhe. Geschrieben von Ernie Mangold, über die Rainer Werner Fassbinder gesagt hat, sie ist eine Art weiblicher Charles Bronson. Und das stimmt irgendwie. Begrüßen Sie die atemberaubende Ernie Mangold. Hör mal an. Nein.
Grippewelle. Oh, die Grippewelle. Ja. Oh, ja, die Mangold. Die Mangold ist da. Die Mangold. Ah, ihr kennt euch? Man kennt sich. Ja. Ihr kennt euch alle drei, ja, oder? Ja, ich kann sagen, es ist genau umgekehrt. Ja? Charles Bronson ist der weibliche Ernie Mangold. Setz dich, Ernie. Ja, das ist vom Fassbinder. Gut. Ja, aber ich dreh's okay. Was hast du uns denn da mitgebracht? Nix. Ja. Nein, das ist nur für den Ballvater, weil das ist ein Süchtler. Wieso? Hast du Kokain mitgebracht? Ja, ein Süchtler. Und ich habe dir... Oh, eine Semmel. Na, aber bist du? Nein, das ist kein Semmel. Was ist das denn? Semmel ist doch kein Süßler. Das ist ja einer, der sich... Was ist das denn? Ist das ein Mondings? Nein, das ist ein Mondzuzler. Ein Mondzuzler. Ein Mondzuzler. Ach so. Er ist schon ein bisschen eingeschleppt. Der ist doch eh schon so dick, mein Vater. Her damit. Ja, und das ist nur Gehen mit... Gehen wir jetzt. Ruhe. Gehen wir her, du alte Hex. Das ist nur mit Mond gefüllt. Und das ist ein bisschen eine Droge und die braucht er. Gut. Mann. Ernie. Glas Wein. Liebe Ernie. Du denkst immer den Mond trinken. Ralfi, ich muss sagen. Na, nicht schlecht, Max. Ich bin kein Theatergänger. Naja, das macht ja nichts. Ich habe dein Buch heute in der Früh gelesen. Wir können auch nicht jeden im Theater brauchen, oder? Buch. Ja, das liest sich relativ schnell. Ich bin ein Schnellleser, Maria. Ja, anscheinend. Schaut ja dick aus. Ich? Nein, das Buch. Ach so, das Buch. Ja, es ist relativ dick. Es lohnt sich jede Seite. Ja, ist klar. Ernsthaft, es ist wirklich fantastisch, was da an Anekdoten drinsteht. Und an Name-Dropping auch. Ist unglaublich. Man kriegt wirklich Lust, Ernie Mangold auf der Bühne zu sehen. Ich habe dich nie auf der Bühne gesehen. Jetzt wird es auch langsam eng. Ne? Wieso eng? Naja, wie viel wirst du noch spielen in den nächsten 10 Jahren? Naja, momentan bin ich in 3 Stücken zu sehen, immerhin. In meinem Alter spiele ich 3 Sachen, verschiedene. Die kannst du dir noch angucken. Ja. Du kannst dir den Lopazi angucken, da siehst du mich so ein bisschen nackend, mit einer Glatze, das wird dir gefallen. Du meinst, weil er sich selber wiedererkennt in der Rolle, oder was? Ja, ungefähr. Und dann kannst du mich sehen als Geschichten aus dem Wienerwald. Was ist schon wieder? Geschichten aus dem Wienerwald. Ja, Geschichten aus dem Wienerwald, das alte Großmutter. Ja. Und dann kannst du mich sehen in Sarah Bernhardt. Das ist kein sehr gutes Stück, aber wird sehr... Wir reden lieber über das sehr gute Stück. Nein. Und damit kriegst du man auch was sieht aus dieser Rolle, die du da spielst. Die kenn ich alte doch Oma, schon. Haben wir einen kleinen Ausschnitt da. Ja. Geschichten aus dem Wienerwald mit der unglaublich bösen Oma, die du spielst. Naja, das ist ja so. Ja. Solange du mit der Person zusammenlebst, habe ich kein Geld. Lebt sich da in wilder Ehe zusammen, wie in einem Hundestall, setzt Banglatten in die Welt, die nur anderen zur Last fallen und schämt sich nicht, von seiner alten Großmutter noch Geld zu verlangen. Keinen Kreuzer! Keinen Kreuzer! Ernie Mangold. War da ein Baby drin? Ich muss über dieses Buch reden. War ein Kinderwagen ein Baby? Nein. Liebe Ernie, und wir haben uns darauf geeinigt, dass wir uns duzen. Liebe Ernie. Das ist ja praktischer. Nach der Lektüre dieses Buches kommen für mich 5 große Leidenschaften in deinem Leben zutage. Kokain, Alkohol, Bäume, Katzen, Männer. Glücksspiel. Und Glücksspiel, Sex. Du hast nichts ausgelassen in deinem Leben. Nein. Wie viele Leidenschaften hast du heute noch? Naja, ich glaube noch einige. Also zum Beispiel, dass ich sehr gerne turne. Das sind ein bisschen so coole Leidenschaften, dass ich turne. Dass ich sehr gerne in den Wald glotze, das immer noch, wenn ich Zeit habe. Dass ich sehr gerne mit Menschen spreche, mit Fremden auch. Dass ich mich nicht gerne ansprechen lasse, ist eine andere Geschichte. Vorsicht. Geht das gut zusammen? Dass ich gerne ins Gasthaus gehe und mit den Bauern und Landwirten und Leuten dort spreche. Und zwar im Waldviertler-Dialekt, den ich sehr gut kann, also Bauerndialekt, den liebe ich. Und ja. Liebe Ernie, du beschreibst in diesem Buch, dass das ganze Theater, das du erlebt hast, die letzten 50 Jahre, vor allem was die Männerschauspieler betrifft, nichts anderes waren als eine Selbsthilfegruppe für Sexsüchtige. Du hattest sehr damit zu kämpfen, weil du eine sehr, sehr schöne Frau bist und warst, dass alle Männer ständig mit dir ins Bett wollten. Karajan ist dir nachgestiegen.
Ovi Fischer ist ihr nachgestiegen. Ja, aber bei Karajan, ist der nicht genau nachgestiegen. Das ist ja klar. Das war ja nicht so. Er wollte, dass du ihm einen bläst. Der berühmte Ovi Fischer. Ja. Ja. Wenn man das so sagen darf. Das hatte mit Berühmtheit nichts zu tun. Das ist ja nicht. Ja, natürlich. Ja, völlig recht. Ja. Entschuldige bitte. Steht alles hier drin. Entschuldigung. Und ist morgen bei Amazon auf 1, wenn wir so weitermachen. Aber was man sagen muss, es gibt doch sowieso in der Bestsellerliste. Ja, eben. Also scheißegal. Ne? Und der liebe, arme Karajan ist zu dir nach Hause gekommen und du hast aber nicht aufgemacht, weil du mit einem Gewaltrausch im Bett lagst, richtig? Naja, das war so eine kleine Party, die ich am Vorabend hatte. Und ich hatte mit ihm ausgemacht, dass wir uns treffen dann am nächsten Abend, am Vormittag. Und da hatte er ein Auto sich gekauft, das schien eines seiner ersten Cabrios gewesen zu sein, keine Ahnung, glaube ich, war ein rotes Cabrio, ist ja wurscht. Und meine Mutter war sehr devot, weil sie wollte Pianistin werden, beziehungsweise sie war sehr musikalisch und ganz toll im Klavierspielen. Sie ist dann nicht geworden, weil sie eben geheiratet hat, bla bla, damals war das so, alles aufgegeben. Dadurch ist die Ehe auch beschissen geworden, gut, das ist jetzt schon eine längere Geschichte. Auf jeden Fall stand er vor der Tür und meine Mutter gesagt, ja, um Gottes Willen, aber sie liegt im Bett. Ich weiß nicht, wie es hier geht. Und daraufhin habe ich zu meiner Mutter gesagt, es tut mir leid, sag ich, ich war also am Vortag raus und ich bin saumüde, wie weiterschlafen. Damit war natürlich diese Beziehung zu Ende. Ernie, heute bist du überzeugte Single-Frau. Ja. Das heißt, es kommt ja kein Mann mehr ins Haus. Nein, ins Haus kann er schon kommen. So bin ich nicht. Ich sage ihm schon guten Tag. Aber ich meine, das andere brauche ich nicht mehr. Gott sei Dank. Wann hat das aufgehört bei dir? Entschuldige. Ja. Wenn, wissen Sie unbedingt, wissen mit 81. Ja, okay. Ich habe das, glaube ich, in der Sendung vorher schon erwähnt, das kommt auch im Buch vor und ich möchte mich jetzt nicht als Sexist hier dastehen lassen, dass du keinen BH trägst, das schreibst du auch in dem Buch. Ja, keinen, nein. Ja, nie getragen hast. Nie getragen hast. Sie hatte nicht nötig. Nicht notwendig. Nicht notwendig, ja. Nein, das hat damit nichts zu tun, das ist ein Blödsinn. Es hat nicht mit notwendig zu tun, wenn ich an so einem Busen einfach so mache, dann muss ich ihn stützen. Aber einen kleinen hast du nicht. Nein. Ich habe ja gerade vorher probiert. Na klein. Was war ein sehr schönes Tag hinter den Kulissen, meine Damen und Herren. Aber der Witz war der. Sich gegenseitig. Ruhe. Du weißt jetzt gar nicht, was ich sagen will. Palfrader Sei Busch. Still. Also aber sie haben beide so ein Dämon. Es hat, ja, der ist schon wieder auf. Na, sie kommt wieder. Es war diese Sachen haben mich eingeengt. Und es war so eng. Und es war so furchtbar eng. Und es hat mich gekniffen. Und jemand hat gedacht, na, und dann hat es mir wehgetan. Und ich habe mir auch eingebildet, ich mag es nicht. Beziehungsweise ich mochte es auch wirklich nicht. Aber es kam etwas Wunderbares auf mich zu. Und diese Geschichte erzähle ich euch jetzt. Steht zwar, glaube ich, auch im Buch. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall war etwas, wo dann die Schauspielerfrauen in der Josefstadt sagten, du kannst nicht über die Bühne gehen. Das wippt so und dann sieht man die Brustwarzen, das ist ja ordinär, das macht man nicht. Da wurde mir ein Mieder gemacht, das war eng, so alles schön eingekriegt. Man dachte, na gut, was soll ich machen? Und dann habe ich mir einen Büstenhälter gekauft, einen französischen. Und das wusste ich nicht. Und dieser französische hatte ein Loch. Und dann sah man die Brustwarzen erst recht. Und das war sehr peinlich, weil das war wieder ordinär. Also ich kam aus dieser Sache nicht raus. Es gab, ja, wunderbar. Es gab eine wunderbare Sache, ich bin gleich fertig, ja. Es gab eine wunderbare Sache, dass man sagte, eigentlich laufen der Mangold die Hunde und die Kinder zu, so schlimm kann sie gar nicht sein. Wenn Sie wissen wollen, wie geil Bruno Kreisky auf Ernie Mangold geworden ist, ja, dann lesen Sie dieses Buch. Das ist die beste Lektüre, die es zurzeit gibt. Ich möchte mich herzlich bedanken bei unseren fantastischen Gästen heute Abend. Maria Hofstetter, Ernie Mangold und Robert Palfrader. Vielen Dank. Dankeschön. In der nächsten Woche bei uns zu Gast Miriam Weichsel-Braun und Nina Proll. Vielen Dank. Ciao, bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Ich bin der Mann, der
Spanje, posle banje, kada će Maja bratva napraniz, da bi zabraznja. Prije je bavila moja djada stari, Zaporožec, polumjortvi zavili, badarogom, zirbatinom, na nerevnju, bili mi dovolj za Zaporožec. Uvisi odsudu ti minja, Zaporožec. За меня, без тебя, за.